Jetzt möchten wir den Prozess, der mehrfach schon ist angekündigt worden, den Prozess vom Wiedereinstieg ein bisschen näher anschauen, und zwar noch vor der Pause von Seiten Arbeitgebenden. Und vorstellen kann ich euch hier dazu eine Frau, die letztes Jahr die höchste Solothurnerin war. Sie arbeitet als Kundenberaterin in der Spar- und Leihkasse Buchegberg und leitet als Gemeindepräsidentin Gemeinde Buchegg und hat dort als Gemeindeverwaltungschefin auch schon eben die Situation gehabt, dass jemand von ihren Mitarbeitenden an Krebs erkrankt ist. Das ist Verena Meyer-Burkhardt, die ich hier auf die Bühne darf bitten. Und auch begrüßen darf ich den Leiter HR von der Glutz AG. Das ist ein Unternehmen mit rund 300 Mitarbeitenden. Er hat in seiner 23-jährigen Tätigkeit mehrfach erlebt, dass Mitarbeitende mit einer Krebsdiagnose sind konfrontiert worden und kann uns also seine Erfahrungen auch schildern als HR-Leiter. Das ist der Kurt Jäcki. Ich bitte euch, zwei hier vorzukommen. Ich gehe hier vielleicht noch ein bisschen mit meinem Pöltchen noch über. Dann könnt ihr hier an das hier hergehen. Mikrofon brauchen wir nicht, da sind wir verkabelt. Vielleicht gerade mal schnell. Frau Meyer, also ihr habt einen Fall, habe ich noch gerade vorhin angekündigt, von einem Mitarbeiter, der Krebs hat. Das ist ein aktueller Fall. Wie habt ihr da reagiert, als ihr das vernommen habt? Also im ersten Moment klopft man natürlich extrem, weil wir sind so eine mittlere Gemeinde, oder? Mit 2'500 und ein bisschen ungerade Einwohner. Und der Mitarbeiter hat eine wichtige Funktion. Er ist der Bauverwalter von unserer Gemeinde und wir haben nur einen. Und darum erklüpft man natürlich im ersten Moment stark. Also erklüpfen heisst auch eine gewisse Ohnmachtstimmung oder einfach eure Empfindung in diesem Moment, wie war die? Ja, es ist, glaube ich, wirklich der Klopf ist, glaube ich, das richtige Wort im ersten Moment. Also ein bisschen unbeholfen, wie soll man genau reagieren? Genau. Und ich habe nachher, man muss auch ein bisschen studieren, oder, bevor man reagiert. Und dann habe ich recht viel auch in der Bekanntschaft Leute gehabt, die schon Krebskrankungen hatten. Ich bin auch natürlich sonst in der Krebsliga auch schon mit so Schicksal konfrontiert worden und habe dann gedacht, das Gespräch suchen ist das Richtige. Also das Gespräch suchen mit dem betreffenden Patienten oder genau, dem Mitarbeiter. Genau. Und wie seid ihr das angegangen? Das möchten wir jetzt gerne wissen. Wenn ihr das angegangen seid, seid ihr bei ihm daheim vorbei? Habt ihr telefoniert? Habt ihr zuerst mal nachgefragt, ob er überhaupt so etwas kann oder will? Also, es ist über Weihnachten rausgekommen. Es ist eine bisschen blöde Zeit, oder? Und ich habe dann telefoniert. Wo er ist wirklich Weihnachten ist mir eh nicht rum, oder? Da ist eigentlich niemand rum auf der Verwaltung. Und das ist ja normal, dann sind Freitage. Und dann habe ich dann kurz nach Weihnachten habe ich ihm dort telefoniert und habe ein bisschen genauer gewusst, was Sache ist. Und habe ihm gesagt, wir bleiben einfach in Kontakt. Und habe dann auch einfach in regelmässigen Abständen wieder telefoniert. Habt ihr das Gefühl gehabt, ihr habt die richtigen Worte gefunden? Das müsst ihr ihn fragen. Ja, nein, aber euch ein eigenes Gefühl, oder? Das haben wir mit der Ohnmacht angesprochen. Ich weiss nicht, Kurt Jäcki, ihr habt ja auch x Fälle gehabt, wenn wir vielleicht ein letztes Mal könnten, auch thematisieren könnten. Wie es euch gegangen ist, der Moment, wo ihr so etwas erfahrt, als Chef? Ähnlich, der Fall ist genau ähnlich. Es war etwa in meinem Team. Also ja, natürlich, wir haben 300 Mitarbeitende. Wir haben schon sehr viele in meiner Karriere müssen durchmachen auf verschiedenster Basis. Und habe jetzt diesen Frühling eine Mitarbeiterin, die letztes Jahr angefangen hat, frisch. Mhm. Eine jüngere Mitarbeiterin. Ich war in der Skiferie im Februar zurückgekommen. Und sie hat noch gesagt, sie kommen oder Tee, am gleichen Ort, wo ich bin. Weil gesagt, ja, dann können wir noch schnell eins ziehen. Ja. Und es war schlechtes Wetter und dachte, sie kommt nicht wegen dem schlechten Wetter. Und dann bin ich heimgekommen, Samstag, und am Sonntag habe ich daheim privat das Telefon bekommen. Sie hat mir dann privat angerufen und mir die Diagnose geschildert. Und ja, also... Da geht man natürlich aus allen Wochen. Also, wenn man schon ans Telefon kam ist und der Name drauf, dann denkt man, irgendetwas ist nicht gut. Mhm. Und ja, da habe ich ein relativ langes Gespräch geführt. Und dann ist sie aber noch gekommen, gerade die Woche drauf noch. Wir haben uns noch gesehen.
bevor die Therapie angefangen hat. Aber es war wirklich eine Schockstarre am Anfang. Und dann versucht man natürlich das Gespräch aufzubauen, versucht die Person abzuholen, so gut wie das geht. Und bin wirklich froh gewesen, aber was wir uns getroffen haben, also Mandy drauf, und das können thematisieren und das auch im Team können thematisieren. Dann jetzt eben gerade sagen, oder? Da geht es ja dann auch darum, dass ihre Bede in Rolle sind, wo ihr müsst weiter kommunizieren. Ihr habt mehr oder weniger Leute, die ihr führen. Mhm. Wie tut man, oder wie habt ihr jetzt konkret, ihr habt es jetzt schon angesprochen, Jäcki, wie habt ihr die Kommunikation geplant? Wie habt ihr vielleicht die betroffene Frau auch mit einbezogen in die Kommunikation, um das anzuschauen? Was will man sagen? Wie will man es sagen? Also selbstverständlich ist sie einbezogen, weil jede Person reagiert anders. Und ich mit ihr dann zuerst natürlich immer ein Vier-Augen-Gespräch gehabt und mit ihr das thematisiert, gesagt, wie willst du es? Willst du deine Kollegen persönlich orientieren? Machen wir es im Team und auch nach gegen aussen? Wie gehen wir mit dem um? Weil es ist ja davon auszugehen, was eine längere Abwesenheit wird geben. Und sie hat gesagt, sie waren dann fast alle dort. Sie geht alle persönlich, geht sie das sagen. Das war ihr Wunsch. Das habe ich sehr gut gefunden. Und dann im Anschluss nachher haben wir dann noch eine kurze Teambesprechung gemacht. Ja, und die Kommunikation geht ja dann weiter, oder? Nicht einfach nur den Moment, wo man die Diagnose mitteilt, sondern man muss ja dann auch immer wieder ein bisschen weiter kommunizieren. Wie geht es dieser Kollegin oder wie geht es dem Kollegen, Frau Meier? Ja, genau. Das ist, bei uns hat das natürlich so hinten dran noch Kommissionen und es hat der Gemeinderat und nicht nur das Verwaltungsteam im engeren Sinn, oder? Also geht der viel auch noch hinten durch etwa? Ja, und das wollte ich eben vermeiden, oder? Dass es nicht hinten durchgeht. Und ich habe auch mit ihm nachher persönlich natürlich das Gespräch gesucht. Wie machen wir das? Und dann hat er mir gesagt, lass ich mach dir mal einen Vorschlag. Und dann haben wir zusammen über Mail haben wir mal geschaut, wie schreiben wir das? Bis wir einig waren. Und das haben wir dann allen gleichzeitig so mitgeteilt. Es war besonders heikel, bis ihr euch einig seid. Was für ein Punkt? Ja, wie weit in das Medizinische wollen wir gehen oder nicht. Oder? Ja. Und auch die Kommunikation, was kann er noch machen oder was kann er nicht mehr machen. Er war ein Teil selbstständiger werden und der grösste Teil bei uns angestellt. Oder? Mhm. Und wir haben die Anstellung, so haben wir uns im Gespräch geeinigt, wollen laufen, soweit das die Krankheit zulässt. Und das haben wir ja nachher auch müssen kommunizieren, oder? Dass er quasi weiter Ansprechperson ist, hat natürlich organisatorisch ein bisschen Veränderungen gebraucht. Und das hat funktioniert? Hat das können leisten in seiner Situation? Ja, bis jetzt funktioniert es, aber ich merke jetzt eben genau die Müdigkeit. Ja. Und er will sich die nicht ganz eingestehen. Das ist auch ein wahnsinnig schwieriges Thema. Mit euch verschiedenen Erfahrungen, die ihr habt, Herr Jäcki, die Müdigkeit, dass man nachher irgendwie das Gefühl hat, ja, lass die doch mal ein bisschen ins Fütteln oder so, oder? Also das ist ein Phänomen, das ihr auch könnt, nehme ich an. Absolut. Also jetzt in diesem Fall, die Person arbeitet noch nicht. Aber das ist in jedem Telefongespräch, das wir haben, im persönlichen Gespräch, ist das ein Thema. Also sie sagt das extrem. Also nach einer Therapie ist 2 bis 4 Tage praktisch ist sie down. Ja. Und darum schaue ich auch darauf, wenn nehmen wir Kontakt auf. Also auf das nehmen wir selbstverständlich Rücksicht. Das ist jetzt auch noch so ein Punkt, oder? Die sagen, die nehmen Kontakt auf, die sind im Gespräch, die E-Mailen, die aber auch telefonieren. Das ist ja so ein bisschen auch die Frage von Nähe und Distanz. Genau. Wie packen die Herausforderung an, Herr Jäcki? Man kann ja nicht zu nahe und doch will man zeigen, ich bin da und ich will auch Informationen als Arbeitnehmer. Das ist eine Gratwanderung. Absolut. Das Beispiel, das vorhin Frau Beer gesagt hat, von dem Arbeitgeber, also ich muss jetzt sagen, in dem also ich war 15 Jahre Leiter von HR-Gruppe hier. Also das ist eher ein negatives Beispiel, glaube ich, jetzt hier in unserem Fall nicht. Also dort ist wirklich das Thema, der Kontakt, die Kontaktaufnahme, absolutes Verständnis haben. Nicht, wenn man eine Woche nichts hört,
oder vielleicht mal 14 Tage nichts gehört, das Gefühl haben, wieso meldet sich jetzt die Person nicht? Du hast doch Pflicht, du musst dich doch melden, steht drin in unserem Reglement. Du musst dich vorgesetzt auch mal orientieren. Wir haben die Vereinbarung, weil sie eben sehr viel müde ist, das ist genau das Thema. In der Regel, wenn ich anrufe, nimmt sie nicht ab. Und dann weiss ich, sie ist müde und der Zeitpunkt ist der falsch. Und dann kann das sein, was sie mir eine halbe Stunde später anruft, kann sein, was sie mir am anderen Tag anruft oder auch drei Tage später. Und da habe ich absolutes Verständnis für das, weil eben genau, ich bin nicht Arzt, aber sie hat mir das so gut erklärt, wegen dieser Müdigkeit. Darum ist für mich klar, ich richte mich nach ihrer Zeit und nicht umgekehrt. Dir hat jetzt gesagt, Frau May, dir hat eben jetzt gerade so ein bisschen Mühe im Alltag. Also das heisst jetzt nicht einfach nur mit dem Telefonieren mit dem Patienten, sondern mit dem Alltag, dass er in seiner beruflichen Funktion halt nicht immer so weit unterwegs ist und müde ist. Also ich habe nicht Probleme mit ihrer Tätigkeit. Also wir haben ja gerade am Anfang im Gespräch mit Nang Lösungen gesucht, dass er jederzeit könnte mandatsweise Aufgaben abgeben. Ja. Und er nutzt das relativ wenig. Und ich habe eher das Gefühl, jetzt eben, ich spüre das selber, dass er recht müde ist, aber dass er sich nicht eingestehen will. Wie geht er mit dem um? Wie geht er das thematisieren? Ich denke, jetzt wird es einfach im nächsten Gespräch mal thematisieren. Ich habe schon einmal und dann hat er es so ein bisschen von sich gewiesen. Aber ich denke, man muss das halt auch immer wieder aufs Tapet bringen. Was mir noch ein bisschen schwierig dünkt, ist, es ist ja für mich, ich bin ja allein, oder? Ich kann das schlecht einschätzen, wie gut ist er zu Weg. Er tut immer sehr auf positiv das machen. Wir haben auch seine Arbeitssituation so verändert, dass er viel mit Homeoffice machen kann. Aber es braucht natürlich gewisse Sachen, die er Präsenz vor Ort hat. Was er von Anfang an gemerkt hat, ist, dass einfach Obensitzungen zum Beispiel ist fast nicht mehr möglich. Dort wird er wirklich extrem müde. Und das hat er auch von Anfang an gesagt. Oder? Und das haben wir probiert, möglichst auf das Minimum zu reduzieren, dass er nur noch gerade seine engste Baukommissionssitzung und sonst sonst die anderen nicht mehr muss am Oben teilnehmen. Da muss man anpassen. Wir haben ja auch ein Beispiel von der Frau Berg gehört, dass halt Leute auch möglichst wieder so wollen, probieren zu funktionieren, wie sie vorher funktioniert haben. Und nicht zuletzt, da geht ihr mir sicher recht, Jäcki, schwingt ja auch immer noch die Angst mit, dass man vielleicht den Job verliert. Ja, das ist das Thema. Die Mitarbeiterin, die ist noch kein Jahr da gewesen, rein rechtlich. Einen Monat Sperrfrist. Nach einem Monat hätten wir als Arbeitgeber können sagen, wir könnten und wird die Stelle neu besetzt und schauen weiter. Das war natürlich nie ein Thema gewesen. Also, das ist absolut, das ist auch nicht unsere Ethik. Habe ich das also mit ihr angesprochen, schon bevor sie nach der Therapie ist, habe ich gesagt, lass, du weißt nicht, wie lange es geht, ich weiß nicht. Vielleicht noch wegen der Rückkehr, würde ich auch noch erwähnen, Eingliederungsversuch ist für mich keine Grauzone. Ich habe ihr dann schon angeboten, wenn du mal das Gefühl hast, du willst eine Stunde reinkommen, kommst du eine Stunde rein und dann machen wir irgendetwas, was du machen kannst. Also das fängt wirklich so an. Es war bis jetzt noch nicht so weit gewesen, weil jetzt eine Therapie wieder gewechselt hat. Aber das ist für mich ist noch wichtig, also ich habe es ihr auch gesagt. Es ist jetzt 7 Monate ist jetzt her. Der Arbeitsplatz der bleibt bestehen. Selbstverständlich, und das haben wir jetzt gerade vor 14 Tagen thematisiert, ist natürlich irgendeinmal fehlt die Arbeitskraft. Sie ist 100% in einem 5er-Team, ist klar. Am Anfang probiert man das mit zu verteilen noch und mit anderen Abteilungen zu schauen, vielleicht ein bisschen weniger Aufgaben von uns zu verlangen. Und haben gesagt, jetzt müssen wir aber wir müssen jetzt schauen, weil das geht nicht mehr so. Und auch wenn sie kommen können, wird das nicht gerade 100% sein. Ja, und das ist auch irgendwie ein Team, das das gleich auch muss stemmen. Ganz genau, ja. Und haben jetzt da wirklich das Glück gehabt, wir haben eine Praktikantin, die den Bachelor abgeschlossen hat, in einem Jahr den Master macht, wo wir jetzt ihr das Praktikum geben. Und das habe ich aber auch kommuniziert mit der Patientin. Ja. Im Sinn, das ist wichtig, nicht, dass sie plötzlich kommt und dann hockt jemand auf dem Stuhl dort. Ja. Was meine für Praktikanten, die sie suchen, stellen, die sich Praxiserfahrungen sammeln, und sie gerade im HR.
Und also auch normal machen wir ein halbes Jahr, jetzt gerade ein Jahr gemacht, einfach, was wir mal mehr Entlastung haben und wenn sie kommt, dass man dort nachher sukzessive Eingliederung wieder machen kann. Das ist, ihr habt die Ethik angesprochen, ihr habt die Solidarität angesprochen, Jäcki. Also ihr seid auch ein sehr familiäres Unternehmen. Mhm. Aber irgendwie, also bei all dem Familienfeeling, wo hat Solidarität auch mal ein Ende? Habt ihr solche Situationen auch gehabt? Also nennen wir es beim Namen? Ja, ja, habe ich das Jahr gehabt. Das war ein anderer Fall gewesen, aber dort war die Situation so gewesen, die Person war 62 gewesen. Und hat nicht mehr reden, hat auch Speiseröhrenkrebs gehabt, in einem Bereich geschaffen, die Fertigung, wo es Staub hat. Und die Person hat absolut nicht mehr in den Staubbereich kommen. Und dort haben wir nachher zusammen mit der IV das analysiert und haben gesagt, also ich bin nicht Arzt, aber ich sehe ich absolut keine Chance für eine Rückführung. Und ich will auch nicht das Risiko eingehen, was er jetzt eben im Folge von dem Staub, wo es dort geht, eine Verschlechterung hat von diesem Zustand. Und dort haben wir nachher, wo der Rübel, wir auch der Seite von Familienmitgliedern dabei gewesen, haben wir de facto das Arbeitsverhältnis auflösen. Aber was dann wichtig ist, natürlich auch die weiteren Schritte. Also sagen, wie jetzt, dass es noch weiterläuft mit Taggeld und dann nachher mit der Einfallstelle schon am Tisch gewesen. Das ist auf einmal nachher die Angst, wo kommt die monetäre Situation. Und das hat man dann nachher am runden Tisch angeschaut mit allen Beteiligten. Ja. Aber danke vielmals für den Einblick auch in eine solche Geschichte, weil das kann eben auch zu solchen Momenten führen, wo man bei aller Solidarität und Ethik nicht mehr kann weiter zusammenarbeiten unter diesen Vertragspartnern. Vielleicht Frau Meier, wenn ihr jetzt noch vielleicht könntet ein bisschen ausschildern, wie das im Moment ist. Also, der Mann ist ja eigentlich wieder dran, oder? So, wenn ich das verstanden habe. Ja. Eigentlich voll, in Anführungsstrichen. Also 7% quasi. Ja, 7%. Einfach seine selbstständige Tätigkeit, die hat er quasi ad acta gelegt. Welches ist denn jetzt das richtige Mass an Rücksichtsnahme von euch? Habt ihr euch das überlegt? Ja, es wird eigentlich dann schwierig, wenn dann von außen irgendwie Meldungen kommen, die Arbeit wird zu wenig speditiv erledigt oder solche Sachen. Oder dann wird es schwierig, weil das ist schwer einzustufen, oder? Bei der Bauverwaltung ist das so oder nicht. Weil es ist zum Teil von äußeren Faktoren abhängig, dass das Baugesuch schnell durchgeht oder nicht. Und es geht einfach nichts anderes, wenn ich fast alle Woche mit ihm zusammen oder? Und bespreche wieder so Fragen, die auftaucht sind. Und er tut mit dem Arbeitszeiterfassung tut er genau sagen, wenn er arbeitet. Wir haben die Freiheit gelassen, dass er dann arbeiten darf, wenn es ihm gut geht, eben auch wegen der Therapie, dass er die Tage, die nach der Therapie sind, die Pause machen kann. Tut er halt vielleicht manchmal am Samstag. Habe er musste eingreifen, weil er das Gefühl hatte, er könne auch am Sonntag. Dann musste sagen, nein, also jetzt musst du einfach einen Punkt machen. Ja, für das haben wir einen Chef, oder? Die muss man eingreifen. Ja, und wir haben noch die Möglichkeit, oder, dass er die Hilfe einfordern, also es ist alles abgeklärt und alles abgesichert, von dem her, er ist nicht unter Druck. Wer sollte fast lieber, er manchmal würde er sich viel unter Druck, also selber unter Druck setzen und nimmt die Hilfe zu wenig in Anspruch. Und das hättet ihr ihm noch nicht können, ein bisschen näher bringen? Wohl, habe ich schon. Aber es hat noch nicht so gefruchtet, wie ihr wettet. Ja. Also. Ja. Also was vielleicht ist, manchmal würde man gerne ein Dreiegespräch machen, also der Arzt, der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer. Weil man weiss ja nicht, als Arbeitgeber, schätze ich das Falsche, sagt mein Gefühl das Richtige oder sagt mir jetzt der Arbeitnehmer das Richtige. Der Arzt könnte es auch besser einstufen. Oder? Mhm. Und das ist für mich manchmal ein bisschen schwierig. Ich möchte noch einmal auf das Wort Karriere zu sprechen kommen, wo uns der Thomas Egger auch so gute Reflexionen darüber gegeben hat, Kurt Jäcki. Wenn dir jetzt als jemand, ich frage ihn, der Herr Jäcki hat jetzt so viel Mitarbeit, natürlich auch mehr solche Fälle, wenn dir auf die Fälle zurückschaut, wie sind die Karrieren denn verlaufen, so im Grossen und Ganzen?
Froh kann ich auch dazu etwas sagen. Ich möchte mir jetzt viel mal von negativen Beispielen gehabt. Ich kann eher ein positives Beispiel sagen. Darum wäre ich auch auf einen Recker eingegangen auf die Karriere, auf die Thematik, die ich angefangen habe, in Klotz 1997. Vorstellungsgespräch, CEO dabei, der CFO dabei. Dann hat man Kündigungsfrist und als ich angefangen habe, geheissen, der CEO fällt aus, Krebs. Und ist 6 Monate ausgefallen. Also das heisst, ich habe angefangen dort, CEO ist weg. Ich habe zwar eine Stellvertretung gemacht, aber hat mir dann gesagt, ja, was passiert jetzt? Also dort waren Ängste rum, jetzt nicht von mir, ich war frisch dort, effektiv, weil er ist schon vorhin schon über 10 Jahre in der Firma gewesen. Und dort ist wirklich auch dort, hat man auch vor Verwaltungsratszeiten hat man die Geduld gehabt, hat ihn dann langsam stundenweise, tageweise ist er gekommen. Nach 6 Monaten ist er voll wieder in der Funktion gewesen und ist jetzt, das Jahr offiziell, hat er vorher ein bisschen geändert, aber im das Jahr offiziell gesungen in die Pension gegangen. Also es ist wirklich eine Karriere, die man hat quasi können auf der gleichen Stufe können weiterführen konnte. Aber es gibt sicher auch andere Beispiele, dass die Karriere sich entwickelt. Es gibt auch andere Beispiele. Wir haben auch jemanden in einem anderen Bereich, der Hirntumor hatte, Mitarbeiter, der Teamleitungsfunktion hatte. Und das ist auch, hat zweimal müssen operieren am Kopf. Also das sind schlimme Operationen. Dort ist nachher klinisch klar gewesen, er kann diese Funktion nicht mehr ausüben, Teamleiterfunktion, das wird nicht gehen. Er ist aber jetzt nach wie vor in dieser Abteilung als Mitarbeiter, als Sachbearbeiter, als Fachperson einfach nur noch 40%. Also bei ihm ist es so, es ist einfach rein aus Konzentrationsgründen ist das nicht mehr gegangen. Mhm. Ist jetzt ein Teil eingefallen, da hat er selber reduziert, auch dort Müdigkeit, das Hauptthema. Und aber er schafft bei uns aber einfach auf einer anderen Stufe und ist aber sehr dankbarer Mitarbeiter, auch für uns. Er ist auch sehr dankbar, hat man ihn dort sein an dieser Stelle. Ist auch ist ein gut ausgebildet, ist ein Ingenieur, also ist ein, wirklich ein guter Mitarbeiter und ist einfach jetzt auf der Fachexpertenstufe und nicht mehr halt auf der Führungsstufe. Verena Meier, zusammen durch schwierige Zeiten gehen, als Team auch. Was erlebt ihr da auch im Team selber? Also im Team selber, in der Verwaltung selber, in engeren, oder? Mhm. Dort habe ich das Gefühl, sie ihn sehr stark stützen und durch das, was wir es eben immer offen kommuniziert haben, können sie auch offen auf ihn zugehen und mit ihm reden und das hat echt ein positives Klima gegeben aus dem heraus. Auch der Baukommissionspräsident ist natürlich auch sehr nah an ihm dran und mit dem hat er auch sehr gute, gerade am Anfang oder wenn er Therapien hatte, hat sehr gute Möglichkeiten gehabt, dass er die Sitzungen übernommen hat oder so, dass er quasi Vorbereitungen können abgeben. Und die haben es gut miteinander. Also das ist wirklich, glaube ich, jetzt unverkrampft, die Gesprächskultur. Ist natürlich jetzt bei euch in der Gemeinde auch nicht ein grosses Unternehmen. Das ist schon grundsätzlich eine sehr familiäre Angelegenheit. Ja gut, es ist immer, das Innerste ist relativ familiär und klein, ja. Aber darum muss man sie eben noch viel, die in einer kleinen Funktion sind, aber die auch müssen informiert sein müssen. Und die haben wir auch immer informiert. Also wir haben immer breit informiert. Zusammen durch schwierige Zeiten gehen. Herr Jäcki, was habt ihr hier erlebt? Also ist das irgendwo auch... Also ein Gewinn ist jetzt vielleicht ein bisschen ein komisches Wort in diesem Zusammenhang, aber ihr wisst, was ich meine. Etwas, das Energie geben kann, das Zusammenhalt geben kann? Absolut. Das ist... Also wir haben die ganze Bandbreite von sehr positiven bis sehr negativen Fällen. Und es ist auch ganz eingangs erwähnt worden, Frau Eschli, unbedingt kommunizieren, und zwar auf allen Ebenen. In gewissen Fällen natürlich kommt auch das familiäre Umfeld zum Tragen. Und ich hatte natürlich auch Fälle gehabt, Worst-Case-Szenario mit Todesfällen. Mhm. Also das heisst, das gibt es auch, dann muss man intern kommunizieren, mal im Betrieb. Auch zusammen trauern, das gehört auch dazu, absolut. Auch in einem Betrieb. Und plus ist nachher die Verantwortung von uns, dass man nicht einfach ein Trauerkärtchen schickt in so einem Fall. Da suchen wir immer
den persönlichen Kontakt auch zur Familie. Und das finde ich sehr wichtig, weil es sind Mitglieder von uns gesehen, was man dort die abholt. Das erste Mal eben zusammen trauern, zusammen still sein, zusammen über das Thema reden, offen ansprechen, ja nicht zurückziehen. Und das ist ja der erste Schritt. Und der zweite, auch dort geht es ja irgendwann nachher um die finanzielle, das Weiterführen von den finanziellen Entschädigungen. Und darum, das geht nur über Kommunikation. Und ich bin ganz klar der Meinung, über persönliche Kommunikation, nicht über Telefon oder irgendwie Schreiben. Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Ja. Da braucht es auch einander können in die Augen schauen, genau. Und so auch noch austauschen. Nicht genau. Nur im verbalen, sondern eben auch im nonverbalen Bereich. Wenn wir noch ganz kurz zum Schluss zurückkommen auf jetzt eure beide aktuelle Situation. Was steht da im Moment jetzt an bei euch, Vreena Meyer? Also ich denke, wir müssen schauen jetzt auch ein bisschen mehr ihn wirklich zu entlasten, dass wir ein bisschen zurücknehmen können, weil er sich nicht ganz eingesteht. Das wird auch das Nächste sein. Für euch? Ich hatte letzte Woche wieder Kontakt gehabt. Es ist leider so, was die erste Therapie jetzt nicht mehr anspricht, was jetzt eine neue Therapie losgeht. Und sie jetzt wieder muss schauen, wie reagiert der Körper darauf. Und selbstverständlich in Kontakt bleiben. Wir haben übrigens ich habe versucht, mal das noch zum Kontakt zu suchen, was sie mal persönlich vorbeikommt. Respektive, also nicht in dem Sinne aufgefordert, einfach gesagt, dass sie sie mal treffen dürfen, in der Stadt oder im Geschäft. Und dann ist sie von ihr gekommen, sie kommen gerne mal ins Geschäft. Aber das erste Mal lieber rum mit mir und das erste Mal um 4 Uhr, also wenn wenige Leute dort sind. Das hat ihr sehr gut getan und hat dazu geführt, dass sie nachher einen Monat später von sich aus angerufen hat und gesagt, sie will jetzt kommen und will mit dem Team reden. Und dann ist sie auch wirklich von sich aus gekommen und mit dem Team geredet. Und es hat allen, wir haben das wirklich gespürt, es hat allen sehr gut getan. Und das Team hat mitbekommen, ja, da ist sie und sie kommt auch wieder zurück, wenn es ihr dann wieder besser geht. Das ist eine wichtige Signalwirkung. Absolut, das ist so. Vreena Meyer, Kurt Jäcki, vielen herzlichen Dank, haben wir hier Einblick bekommen in eure aktuelle Situation, generell in die schwierige Situation, was wirklich eine Gratwanderung ja ist, als Arbeitgeber hier auch immer das Richtige zu machen und wo wahrscheinlich eben auch eine ganz grosse Portion auch Mut braucht in gewissen Momenten und wo man möglicherweise auch mal einen Fehltritt macht. Danke euch vielmals. Danke. Ich würde jetzt. Danke schön.